Rasch. Na, John, wie? Hallo. Nimm gerade auf, ne? Ja. Kannst du da hier vor die Kamera kommen? Hier? Kannst du dich mal zeigen? Oh ja, hier? Kamera. Videokamera. Ja? Super. Alles bei YouTube? Hab ich alles hochgeladen? Aber ich habe Ärger mit der international operierenden Schutzgeldgemeinschaft gesehen. Scheiße, was hast du gemacht? YouTube. Ich mache viel YouTube. Drei Kanäle. Und jetzt also? Nee, aber ich mache ja viel mit Klimaschutz, ne? Und Solartechnik. Ne? Da gibt es so Netzwerke, die wollen mich in ihre Netzwerke haben. Da habe ich gesagt, ich mache viele Fehler. Wir können die Fehler kommunizieren. Ne? Und nur umsonst. Ich gehe nicht in irgendeine Mafia-ähnliche Organisation rein. Ne? Kennst du Xing? Ja. Xing. Bösartiges Netzwerk. Ne? Also schlimmer wie Ebola, Camorra, Geheimdienste. Und das ist so eine... Xing heißt? Xing. Das war früher oben BC, offener Business Club, nannte sich das. Offener Business Club wurde gegründet von einem Hamburger Unternehmersöhnchen, hochbegabtem Kind, ne, der wahrscheinlich nur eins konnte, programmieren. Ne. Hat aber keine Ahnung von Klimaschutz und gesellschaftlicher Verantwortung. Und das sind so Headhunter-Netzwerke, die gehen in Firmen rein, locken die besten Leute raus, wollt ihr nicht da anfangen, da gibt es mehr Geld und so weiter und so weiter. Ne. Und das sind Methoden, die ich überhaupt nicht schätze. Ne. Die bringen Leute zusammen, ohne dass die Leute wissen, wie sie zusammengekommen sind. Ne? Manipulieren Leute irgendwo. Und graue Eminenzen aus dem Hintergrund. Ne? Und der Hauptaktionär von diesem Netzwerk ist Hubert Burda. Ne? Und dieser Lars Hinrichs, dann sind da Abtrünnige von Xing entstanden, die sind dann bei LinkedIn, haben LinkedIn gegründet, aber ich schätze mal, LinkedIn und Xing ist eine Muschboge, eine Scheinkonkurrenz. Ne? Xing hält sich ganz klein immer im Hintergrund, ne? Aber die nennen sich die Elite von Deutschland. Ne? Das ist eine Aktiengesellschaft. Ne? Ja, ja. Und also ich vermute auch mal, dass so der Mark Zuckerberg in seinen Anfängen bei Xing soll ja mal ganz gut gewesen sein als oben BC. Aber was sich daraus entwickelt hat, ist eine geheimbündlerische Art, ne, die... Das ist geheim, das ist unbekannt. Was ja, ja, nur aus dem Hintergrund, nur per E-Mail. Ich habe 60.000 ungelesene E-Mails, ne, weil die haben dann betterplace.org gegründet. Das sind so pseudo-soziale Netzwerke, die wollen aber nur Geld. Wenn du denen praktische Tipps gibst, löschen die das alles. Die wollen Geld. Und wenn Geldeffizienz, die Energieeffizienz aushebelt, bleibt unser Planet auf der Strecke. Das muss man den Leuten mal wirklich sagen. Deswegen bin ich auch in dieser Schwierigkeit. Ja, die Geldgläubigen, die wollen, das ist für die wie eine Religion. Das klauen ganz. Und nun hast du Ärger gekriegt. Ich krieg irgendwie, die machen nur Ärger. Die machen Ärger, wo sie nur können. Das sind die Leute, die irgendwo was sehen, da ist ein Knopf, da drücken wir mal drauf, mal gucken, was passiert. Ne? Also die sind nicht offen, die wollen nur Privatkungelei, Vetternwirtschaft, geben vor, ihre Familie schützen zu wollen. Ne? In Wirklichkeit, wenn du kein IT-Experte bist, kannst du deine Privatsphäre nicht schützen. Ne? Das musst du dir mal, da bringt es auch nichts, wenn du da... Das kann man sagen, die Freunde finden dich nicht, ne? wenn du dich verkriechst wie eine Ratte. Ne? Aber die Feinde, die Bösartigen... Xing hat ja die besten gedungenen IT-Experten, ne? Also die für Geld alles machen. Ne? Das heißt, sind ganz legale Verbrecher? Nein, das kannst du so nicht sagen. Ja, ganz legale Verbrecher, gut, das wäre ja, die greift keiner an. Die versucht sind, die Piraten sind ja, auch aus denen hervorgegangen. Die AfD ist aus Xing hervorgegangen, ne? Das sind die machen linke Propaganda, in Wirklichkeit haben sie ein rechtes Gedankengut im Hintergrund. Ne? Ultrarechts, schlimmer wie das. Ne? Also
Mossad, Gestapo, Ebola und Cholera, alles zusammen, das ist dieses sogenannte, ich kann bei denen, ich habe die Seite natürlich geliked, ne? Ich like ja auch Seiten, die ich nicht like, ne? Um zu sehen, was sie da noch so für Unsinn treiben. Ne? Schriftgelehrte, Rechtschreibung haben sie gut gelernt, aber rechnen können die nicht. Ne? Sie sind nur Schönredner, Laberköppe, Labersäcke, durch die Bank weg. Ne? Und viele Freunde von mir, es sind viele gute Leute da drin. Es sind nur 1-2% vielleicht in diesem Netzwerk, dass die Drahtzieher sind. Die Rädelsführer, sagt man auch. Ne? Also bösartig. Sag mal was, Entrasch. Es wird alles aufgenommen hier. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Ich habe schon genug gesagt. Gut, danke, Entrasch. Ne?